Begrüße Sie recht herzlich zu dieser Sonderausgabe von Willkommen Österreich, in der wir noch einmal auf die Highlights der letzten Saison zurückblicken wollen. Herr Stermann, wo wohnen wir eigentlich? Hier wohnen wir, mein Lieber. Das ist unsere WG. Ach, hier? Hier leben wir, hier bereiten wir unser Essen vor und uns selber auf die Sendung. Ja. Ja, ich hoffe, Sie hatten einen guten Sommer, haben alles gut überstanden. Ebola, den ISIS-Terror, den Rücktritt von Spindelegger und die Eisbucket-Challenge. Ja, Eisbucket-Challenge, gutes Stichwort, Eisbucket-Challenge oder wie man in Österreich auch sagt, Juli, August. Sie kennen wahrscheinlich diese lustigen Filmchen, wo sich Prominente einen Kübel Eiswasser über den Kopf schütten für einen guten Zweck. Und am Ende von so einem Video wird ein neuer Prominenter nominiert. Ja. Ne? Und auch wir sind nominiert worden von diesem jungen Herrn. Okay, sehr, sehr kalt. Es ist auch sehr frisch hier in Wien, aber gut. Ich nominiere zur Eisbucket Challenge. Der Tag der Rache ist gekommen. Wie heißen diese zwei Scherzkekse, die immer Streichholzkopf Stermann und sagen? Grissemann. Genau, die nominiere ich, Stermann und Grissemann nämlich. Viel Spaß, Jungs. Ja, lieber Streichholzkopf Petzner, vielen Dank für diese Nominierung. Wir nehmen die Herausforderung selbstverständlich an. Am Ende der Sendung wird sich der Herr Stermann? Genau, der Herr Stermann diesen Kübel, wenn du mal hochheben könntest, über den Kopf gießen. Diesen Kübel wird sich der Kollege Grissemann am Ende der Sendung über den Kopf gießen. Darauf freue ich mich schon sehr. Und du bist da ja nicht alleine. Es haben ja viele Prominente gemacht dieses Jahr. Moderatoren, Sportler, Politiker, Unternehmer, alle möglichen Leute. Ich weiß nicht, Wladimir Putin vielleicht sogar auch. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es in der Ostukraine überhaupt Kübel gibt. Wenn Putin das gemacht haben sollte, dann sicher mit freiem Oberkörper. Und apropos Wladimir Putin, da sind wir mittendrin schon im Rückblick von Willkommen in Österreich, weil wir auch viel über Putin geredet haben. Nicht zuletzt wegen der wunderbaren Olympischen Spiele in Sotschi. Hier in Russland bei Präsident Wladimir Putin. Und ich frage ihn jetzt blöde Frage. Die Leute sagen ja, Sie sind urarg, aber was stimmt jetzt? Sind Sie urarg? Nicht. Ist ganz falsch. Bin ich nicht urarg. Ganz im Gegenteil, bin ich urnett. Steht auf meiner Gewand, kannst du lesen, urnett. Und ich habe meine Prinzipien, rücken nicht ab, eine Jota vom Prinzip, steht auch auf. Blöde Frage, wenn Sie weiterhin internationale Länder angreifen, haben Sie keine Angst vor dem Gericht? Nicht, habe ich zwei Schäferl stehen hinter mir. Falls es jetzt übrigens in Sotschi zu schweren Schneefällen kommen sollte, müsste man Experten aus Österreich einfliegen lassen wie diesen. Was ist denn für euch die größte Herausforderung hier beim Schneeräumen? Zurzeit einmal der viele Schnee. Ja. Reporter ohne Grenzen hat jetzt verlautbart in einer Pressekonferenz, dass selbst alle Anrufe auf den Hotelzimmern von den Athleten vom russischen Geheimdienst abgehört werden. Wirklich? Ja. Viel Spaß bei der Entschlüsselung des Telefonats von Nicole Horsp. In der Traversen hat es mir ordentlich zerbröselt. Und nachher habe ich verkantet mit den Ski, aber ich glaube, ich habe echt nur eine ganz gute Zeit gebraucht. Ne? Wusstest du, Stermann, was unser Überflieger Thomas Dittard, Vier-Schanzentournee-Sieger, jetzt auch relativ, naja, aber was der am liebsten frühstückt? Keine Ahnung. Holy Loops. Holy? Honey Loops. Honey Loops. Habe ich Holy gesagt? Na, du, Holy na, Loops. Du dachtest, das heißt Horny Loops. Horny Loops. Honey Loops. Horny Loops. Honey Loops. Ja, Horny Loops, hier. Das Geilste, wenn's passt, das Geilste. Das ist halt sehr klein, oder? Weißt du, na, das Frühstück, der Dietrich hat am liebsten. Warum ich das weiß? Man sieht es. Er hat die Honey Loops so gern, kommen ihm schon richtig bei den Ohren raus. Ja, ganz so einfach. mit der Zeit kriegt man es, glaube ich. Krieg ich es nicht einmal mehr aus. Bevor wir zu den ernsten Dingen des Lebens kommen, vielleicht noch einmal ein kurzer Rückblick von unserem Sportminister betreffend der Olympischen Spiele in Sotschi. Ganz Österreich ist stolz auf seine Rot-Weiß-Rot-Athletinnen und Athleten. Ja, aus österreichischer Sicht etwas traurig finde ich tatsächlich, dass der österreichische Kader nicht ganz vollständig ist. Die aktuelle Lageentwicklung hat meines Erachtens eine völlig neue Situation ergeben und daher habe ich mich entschieden, bei den Paralympics nicht teilzunehmen. Natürlich sehr, sehr traurig aus österreichischer Sicht. Das war ein ganz sicherer Goldmedaillenkandidat für die Logopädie-Bewerbe.
Gut, Werner Faymann ist da bei mir, ja. Herr Bundeskanzler Faymann, Entschuldigung, die Frage, warum müssen Sie ausgerechnet hier sein? Es ist ja hier eher eine zwielichtige Demokratie, hätten Sie nicht zu Hause auch bleiben können? Ich meine, also ich war ehrlich gesagt nicht gefasst darauf, dass ich von einem Sportreporter solche argen Fragen kriege. Ich war vorbereitet auf die Frage, wie war es, als Erster durch das Ziel zu gehen? Was haben Sie sich gedacht, wie Sie die Anzeige gesehen haben, wo Ihr Name oben als Erster... Ja, aber nicht mit mir. Was ist Ihre Verteidigung? Hm? Ich brauche mich nicht zu verteidigen, na. Jetzt hören Sie auf, den Bundeskanzler anzufliegen. Der Werner Faymann ist ein feiner Wehrmann. Was, aber? Sie werden nie Politikjournalist werden, ja? Der Gegner wird sich der Faymann Werner. Ja, was sagt, wird er? Was? Er wird sich Werner, der Gegner. Was, ja? Welcher Gegner? Sie sind der Gegner. Ach, Stiermann, es gibt nichts Schöneres im Leben als Hausarbeit. Hausarbeit ist und bleibt das Schönste. Und das Schönste an der Hausarbeit ist was? Karottenschälen. Ja. Ja, das war der Verteidigungsminister Klugner. Ist der Mann überhaupt noch Verteidigungsminister? Ich weiß es nicht. Man verliert da ein bisschen den Überblick. Jedenfalls, Verteidigungsminister Klugner war sowas wie ein Fixstarter bei uns in der Sendung. Eigentlich ist er in mehr oder weniger jeder Sendung vorgekommen. Dicht gefolgt allerdings von einem anderen heimischen Politiker. Sie wissen schon. Außenminister Kurz, zu Ihnen sagt man ja auch, Sie wären eigentlich zu jung für das Amt und akademisch nicht gut genug gebildet. Also meine Mama sagt eigentlich was anderes. Die hat gesagt, ich kann das wahrscheinlich gut und ich war auch beim Elmeyer, habe die goldene Tanznadel. Meine Mama hat mir auch gesagt, wie man einen Anzug richtig anzieht und dass man sich immer die Ohren waschen muss. Was sagt Herr Steinmeier in diesem Moment zu den anwesenden Journalisten? Sagt er A, hä? Ist das nicht der andere Ösi aus dem Dschungelcamp? Oder sagt er B, ist das nicht der Abhörexperte der NSA? Oder sagt er C, der braucht eine Zahnspange für die Ohren? Oder D, hey, passt mal auf, Leute, der erste Außenminister ohne Schambehaarung. Ach komm. Ja, er ist Außenminister und wer weiß, was die nächsten Jahre noch alles bringen. Jetzt ist meine Zeit in der Politik und mal schauen, wo es mich in der zweiten und dritten Lebenshälfte hin verschlägt. Die dritte Lebenshälfte. Ja, damit sind wir mittendrin im großen, rasend interessanten Thema österreichische Politik. Stellmann, es sind ja drei Lichtgestalten der österreichischen Politik zurückgetreten heuer. Und zwar Laura Rudasch, Frank Stronach und? Marlies Schild? Nein, Michael Spindelegger. Ah. Ja. Und ohne die drei wird es natürlich für Willkommen in Österreich relativ schwer. Aber es gibt ja Gott sei Dank noch Faymann, Bröll, Häupl und Co. Mir tränen die Augen, auch beim Karottenschneiden. Ungewöhnlich. Ja. Frank Stronach hat in einer wirklich aufsehenerregenden Rede seinen Abschied bekannt gegeben. Im Nationalrat seine letzte Rede war wirklich toll, oder? Famous last words. Ich bin im Boot, fremder in einem fremden Boot. Ich bin in keinem fremden Boot, ich habe mein eigenes Boot. Danke. Besser geht es nicht. Wir werden dich vermissen, Frank. Was für ein gutes Statement. Wo wirklich tolle Stimmung war, war bei dem Abschiedsfest von Laura Rudasch. Sie wissen ja, Laura Rudasch verlässt die SPÖ und da gab es ein sehr, sehr tolles Abschiedsfest, wo wirklich gute Stimmung war. Eine tolle Stimmung. Das ist echt toll. Ja. Werner Faymann ist Bundeskanzler in Österreich. Sein bester Freund ist Josef Ostermayer. Der ist Minister für Kunst und Kultur, außerdem auch noch für die Verfassung. Und er ist für die Koordination innerhalb der Regierung zuständig. Und als solcher ist er durchaus selbstkritisch. Ich mache jetzt seit mehr als 5 Jahren die Koordinierung. Und trotzdem ist es gelungen, sehr, sehr viele Dinge durchzusetzen. Und ich bin auch da optimistisch. Herr Faymann, eine Frage, das war ja ganz, ist ja ganz aktuell jetzt. Jetzt haben Sie in der SPÖ immerhin einen Freund, ne? Weil Eugen Freund ist ja EU-Spitzenkandidat der SPÖ. Na, der war gut. Eugen Freund, den ich ja sehr schätze, aber ich habe das Gefühl, er fremdelt noch ein bisschen im Wahlkampf. Er tut sich schwer. Wirkt ein bisschen abgewöhnt. Gerade was so Wahlkampfzuckern betrifft. Ja. Darf ich den Herrschaften vielleicht einen Kugelschreiber übergeben? Den können Sie nämlich immer brauchen. Da ist eine Gebrauchsanweisung für einen Kugelschreiber. Die EU-Wahl steht an. Gott sei Dank haben die meisten Parteien bereits die Spitzenkandidaten nominiert. Für die ÖVP wird starten Ottmar Karas, der EU-Abgeordnete. Und das ist so toll, dass diesmal zum ersten Mal in der ÖVP alle wirklich auch hinter ihm stehen. Unter anderem auch EU-Kommissar Gio Novomatic Hahn. Aber so leutselig wirkt er nicht, der Herr Karas. Aber ja, ist jetzt nicht so grantig. Der war jetzt ein bisschen marot, der wird schon wieder. Ja, alle rennen auf der Straße rum und betteln um Stimmen für Ottmar Karas. Und das ist ganz süß, wenn so eine Döblinger ÖVP-Funktionärin ausgeschickt wird in so ein ethnisch durchmischtes Gebiet wie
Favoriten. Das ist eigentlich ein Volk, ein Kulti-Multi-Volk, das wissen Sie. Das Kulti-Multi-Volk. Und halten Sie mich vielleicht für verrückt, aber ich habe das Gefühl, dass ÖVP-Spitzenkandidat Ottmar Karas und Frau Wertmann vom BZÖ, dass das ein und dieselbe Person ist. Ja. Ist doch spooky. Wahnsinn, oder? Unser Wahlsieger Ottmar Charisma Karas weiß genau, nach dem Klo und vor dem Essen Händewaschen nicht vergessen. Mir ist auch das österreichische Toilettenpapier nicht zu hart. Und ich überdenke meine Haltung zur Gesamtschule und unterstütze eure Initiative, indem ich in meine Briefbörse greife, 5 Euro herausnehme und in diese Büchse einwerfe zur Unterstützung von euch. Ja, aber ich bin auch noch Finanzminister, mitkommen, Kleiner. Ja? Und ich werde jetzt eine kleine Steuerprüfung beginnen. Ja? Und wer, ihr habt diese Spende von mir jetzt nicht deklariert, diese Unterstützung, dann ist es zu Ende. Mein Gott, der liebe Spindi, gell? Ja, lieb. Übrigens in dieser Sendung noch eine ganz besondere Form der Eisbucket-Challenge, die dankenswerterweise mein Kollege Grissemann übernehmen wird. Die Stermann übernehmen wird. Ja, wir haben nicht nur über heimische Politkatastrophen berichtet, natürlich haben wir auch über den österreichischen Tellerrand hinausgeblickt, zum Beispiel Richtung Ukraine. Scheiße, jetzt kommen meine Finger mit. Schluss mit dem haltlosen Gewitzel. In diesen wirklich schlimmen Tagen, wenn Sie der Ukraine helfen wollen, hier ein kleiner Tipp. In dem Zusammenhang möchte ich auch mal ein Lob aussprechen unserer wunderbaren Kollegin, der Lisa Gardenstädter von Lisa der Zeit im Bild. Und die hatte vor kurzem nämlich einen osteuropäischen Wirtschaftswissenschaftler in der Sendung, der Mann hieß Wassili Astrov. Ja. Und Wassili Astrov war dort zu Gast und die Lisa, die wunderbare Lisa, hat es geschafft, und ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, aber sie hat es geschafft, während des gesamten Gespräches ernst zu bleiben. Naja, es ist schwer zu sagen, es hängt auch davon ab, wie sich die ukrainische Währung entwickeln wird. Wie wird der Wechselkurs ausschauen? Also bislang hat die ukrainische Hryvnia ca. 15% an Wert verloren. Ja? Und das ist noch nicht so tragisch. Also diese 15% kann die Wirtschaft noch locker verkraften. Und ich glaube, das würde der Wirtschaft sogar zugutekommen, weil eben dadurch die Exporte angekurbelt werden. Das heißt, wir reden jetzt nur über diese 20% oder knapp über 20% des BIP, was wirklich auf den Staat was auf die staatliche Verschuldung kommt. Ja. Warum lachen Sie? Warum lachen Sie? Jetzt schon der Wirtschaftswissenschaftler des Jahres für mich. Wassili Astrov. Aber für mich. Wassili Astrov hier. War unverständlich, warum da gelacht wird. Sehen Sie jetzt einen kleinen Beitrag von Christian Wehrschütz im Regen, möchte ich es nennen, oder Ukraine, 20 Uhr, Frisur sitzt. Derzeit gibt es hier keine wirklichen Gespräche. Es gibt auch keine klaren Vorschläge aus Kiew, wie diese neue Verfassung der Ukraine ausschauen soll. Mehr Kompetenzen für die Regionen, das wäre etwas, was wirklich zur Beruhigung beitragen kann. Die beiden Seiten müssen einfach miteinander reden. Ja, und damit sind wir auch schon bei unserem Lieblingsthema ORF. Unser sympathischen, hochprofessionellen Kollegen Stermann, die uns mit ihrer manchmal recht unbeholfenen Art so viel Freude machen. Es gab so schöne Momente in der letzten Saison von Willkommen in Österreich. Was die ORF-Mitarbeiter betrifft, hier noch einmal die Highlights. Heute Leben mit Wolfram Pirchner. Ja, ich bin auch abgesaugt, weil ich meine Kartl nicht finde. Moment. Schauen wir uns das Bild bitte nochmal an. Wo sind die Karteln vom Wolfram Pirchner? A. In der Garderobe. B. Im Irak oder vielleicht C. in seiner linken Hand. Veronika? Ich glaube, so heißt sie. Genau. Frau Veronika hat sich nicht nehmen lassen, das nicht nur zu denken, sondern auch zu sagen, links und rechts. Links, rechts. Ist eine Live-Sendung. Ist eine Live-Sendung, die Platte hängt nicht. Frau Veronika. Ich träume von Stermann und Grissemann. Er schaut sehr gut aus. Er schaut super aus, er ist auch der Allerbeste. Interessantes Interview, sehr, sehr ehrliches Interview. Das ist endlich mal kein Angeber, was wie die anderen.
Er schreibt zum Beispiel hier, wird die Redakteurin fragt ihn, wieso gehen Sie nicht mal in die Show von Stermann und Grissemann? Das wäre doch jetzt ein Anlass, weil er hat ein Buch geschrieben. Er sagt, Grissemann und Stermann sind fast Lebensmenschen für mich. Klammer auf, lacht, Klammer zu. Ich träume schon von Ihnen. Nur, sagt der Pirchner, solange die nicht in meine Sendung kommen, die übrigens mehr Zuschauer hat. Ja, ja, aber welche? Zu Recht. Aber welche, Wolfram? So lange komme ich auch nicht. Es gibt so viel prominentere Leute, die dort viel besser aufgeben. Das ist unglaublich sympathisches Understatement. Dann fragt die Redakteurin, aber es wäre doch Werbung für ihr Buch, in die Sendung zu kommen. Sagt er, nein, brauche ich nicht. Promotion läuft auch so hervorragend. Verlag will zwar, dass ich zu denen komme, komme ich aber nicht. Gut, dann haben wir gesagt, wir brauchen den Pirchner nicht, um Werbung für sein Buch zu machen. Wir machen trotzdem Werbung. Nur keine Panik. Wahnsinnig heiß ist es zurzeit, ne? Lebhaften Föhn gibt es in den Tauern und die Temperaturen in 2000 Meter liegen bei 3000 Grad. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Was passiert, wenn man Sex-Society-Schreck-Ladies einen Russwurm und 10 Liter Prosecco in einer Sendung zusammenführt? Was passiert da? Große Heiterkeit. Also ich vergiss es. Was soll ich sagen? Übrigens, die Eingangsfrage der Moderatorin war, hat eine der anwesenden Damen schon mal ein Buch gelesen? Dagmar Koller, mittlerweile 95-jährig, glaube ich, hat jetzt in Heute Leben eine Fitnessrubrik. Mhm. Ja, sehr schön. Bitte, schauen Sie, ein kleiner Ausschnitt. Hallo, wie geht's? Ich habe ein bisschen Muskelkater. Der Norbert hat mich schwer genommen, also ich spür's. So geht das weiter in der Tonart. Ich übergebe an D'Artagnan, an Dorian Steidl. Wie heißt denn der neue Ministerpräsident von Italien? Franco Andolfo, Silvio Berlusconi oder Matteo Renzi? Karl im grünen T-Shirt. Silvio Renzi. Probieren Sie es nochmal. Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi. Welche TV-Sendung bittet um Mithilfe bei der Auflösung von Kriminalfällen? Kommissar Rex, Tatort oder Aktenzeichen XY? Weiter. Tatort. Tatort. Ich weiß es genau. Tatort. Hast du gesehen, wie die Bassen? Der Basser. Basser. Tatort. Ja, falsche Antwort natürlich. Tatort. Falsche Antwort. Und vielleicht können wir das nochmal kurz die Antwort zoomen. Ich meine, unter Aufbietung der letzten PISA-Kräfte hätte man draufkommen können, dass man Kommissar anders schreibt, liebe Bingo-Redaktion. Ja? Das ist wirklich, das ist echter Schaß. Ja. Ja, Entschuldigung. Nee, weißt du, was auch ein richtiger Schaß ist? Was? Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ein richtiger Schaß ist, wenn man einen, sagen wir mal, einen blöden Familiennamen hat und dann aber bei einem Fernsehquiz teilnehmen möchte. Und das spiele ich heute mit einem Herrn, dem Herrn Tibor Sasch. Stimmt das? Oder Schasch? Richtig? Schasch. Schasch, ja. Übrigens zum Thema Schasch hat der österreichische Top-Designer Attila Kuruglu auch ein interessantes Statement abgegeben. Ich schaue zwar relativ locker aus, aber in mir natürlich wehen große Winde. Ich finde das so toll, Grissemann, dass du für den guten Zweck dich der Eisbucket-Challenge stellst. Das ist wirklich großartig. Nein, du wirst dich der Eisbucket-Challenge stellen und ich freue mich schon. Du hast doch ein Herz für die Ärmsten dieser Gesellschaft, Stermann, oder? Das weiß ich doch. Besonders Anliegen sind ja die süßen Tiere und die kleinen Kinder, oder? Ach so. Mhm. Ich lach mich schief, Piefke. Wieso sagst du das? Das sagt man nicht mehr. Das weiß inzwischen in Österreich jedes Kind, dass man das nicht mehr sagt. Piefke ist bei uns das Wort für Deutsche. Und? Ist das was Schlimmes? Ja. Und warum? Ja, weil es einfach nicht gerecht ist, dass die Deutschen so genannt werden. Sind ja auch nur Menschen. Wer ist schuld an meinen schlechten Zoologiekenntnissen? Diese Ärztin? Ja, wir brechen wieder auf. Mit meiner Labradorhündin Sheila.
Osterhase, Osterhase, was ist das eigentlich für ein Tier, der Osterhase? Ich bin nicht drauf gekommen. Der Osterhase, der ist ursprünglich von einem Hasen abgeleitet. Ach so, ja, genau. So. Ich war letztens in einem asiatischen Restaurant in Wien. Mhm. Das war super. Und da habe ich eine unglaublich sympathische Kellnerin kennengelernt. Wir haben da Labrador-Mix, Labrador-Dackel-Mix, Terrier-Mix, Terrier-Dackel-Mix. Ja, meine drei Lieblingsspeisen, Dackel-Teriyaki, Mopsui und Schnauzer-Sashimi. Süße Bilder haben uns auch erreicht aus dem Landesstudio Wien. Das war jetzt zur Faschingszeit. Hat sich ein kleiner Bub verkleidet, sehr nett, als Bürgermeister Michi Häupl. Er hat das total cool gemacht, also alles inklusive, auch inklusive Damenspitz, alles war da. Und das waren sehr süße Bilder, schauen Sie mal. Der 8-jährige Florian überzeugt mit Anzug, Krawatte, Oberlippenbart und sogar Bäuchlein als Michael Häupl. Was gefällt dir so am Bürgermeister? Das weiß ich selber nicht. Ja, wie soll man das wissen? In vino veritas. Der Hund von Schäfer Ellmeier ist eine Bestie. Haben Sie es mitbekommen? Ich darf das nur mal zusammenfassen. Hier ist der Täter. Ein Golden Retriever hat vor wenigen Tagen einen Hund totgebissen, einer Frau ins Gesicht gebissen und dann wenige Tage später noch einem Hund das Ohr abgebissen. Einem Pudel noch dazu. Ja, das ist, ist kein klassischer Anstandswauwau. Nein. Ne? Kann man vorstellen, wie die zu Hause trainieren, Schäfer Ellmeier und der Hund. Eher im Anzug. Eins, zwei, drei, fass, fass, fass. Cha, 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 fass, fass, fass. Ich meine, schon heute sind viele Schüler wirklich blöd. Es gibt Schüler, die haben Bleistifte, wo an beiden Enden Radiergummis sind. Die denken sich halt einfach, viele Schüler denken sich, warum soll ich in die Schule gehen? Ich kann ja genauso gut mit einem Musikantenstadel. Es ist nicht so, dass es nichts für die jungen Leute ist. Du genierst dich doch nicht, dass du die Lederhosen hast, oder? Ja. Ja. Sie haben gerade gelacht und Sie werden gemerkt haben, als Sie kurz gelacht haben, dass das sehr befreiend ist, sehr therapeutisch wirkt. Und es ist nicht nur so, dass das bei Menschen gut funktioniert, offensichtlich auch bei Tieren. Hat mich sehr gewundert, dass Lachen, gerade das übers Fernsehen übertragen wird, dass dieses Lachen offensichtlich wirklich helfen kann. Panda-Weibchen Sia aus einem südchinesischen Wildtierpark ist deprimiert. Um sie wieder aufzuheitern, haben die Tierpfleger der Panda-Bärin einen Fernsehapparat ins Gehege gestellt. Die Fernsehtherapie scheint erfolgreich zu sein. Sia hat wieder Appetit. Ja, wir haben dieses Jahr die 250. Sendung gefeiert und ich kann wirklich voller Stolz sagen, wir wurden dieses Jahr überrascht von den zwei wahrscheinlich Österreichern, die es gibt, nämlich Green Award, ja, und den Bundestag. Willkommen Österreich ist eine meiner Lieblingssendungen, die den Namen Österreich im Titel trägt. Gleich nach klingendes Österreich, unterwegs in Österreich, heute in Österreich, Österreich Bild, Österreich 1, Österreich 2, guten Abend Österreich. Oder Austrias Next Top Model. Also, das ist ein Blödsinn. Wer das geschrieben hat, das ist ja unbrauchbar, muss ich sagen. Diese zwei da, der Grinsemann und Stermann, Schneemann, die lassen sie dauernd aus über uns und dann soll ich das noch begrüßen, das mache ich nicht. Da gehe ich lieber einen Kaffee trinken. Guten Morgen. Dankeschön. Das ist aber reizend. Der beste Bundespräsident der Welt, oder? Wir haben hier einen BH. Finde ich gut. Ja. Stermann und ich drauf sind. Ich hatte noch keinen. Würdest du dich verpflichten, diesen BH bei deiner Performance zu tragen, sodass wir irgendwie auch Teil von Österreichs Erfolg sein können? Kannst du dich verlassen? Ja? Ja. Hier ist der hochsympathische Bülent Ceylan. Wow! Conchita Wurst! Conchita Wurst, meine Damen und Herren! Das darf nicht wahr sein! Falls ihr euch fragt, was ist denn mit dem BH passiert? Ja. Ich habe ihn nicht mehr.
Nein. Na, die armen Mädchen aus Polen, die hatten keinen an. Ja, neben dem feinsinnigen Humor und den schlauen Analysen ist was die Butter aufs Willkommen in Österreich Brot, Herr Stermann? Genau, die Ehrengäste. Sehen Sie selbst. Sie, lieber Herr Polz, stellen doch auch in Wahrheit Menschen oder haben das lange Jahre gemacht, Menschen, die so an einer gewissen Teilverrücktheit leiden, da. Also die Entgleisung des kleinen Bürgers, der minutenlang ganz normal ist und dann auf einmal kippt, auch oft mit sich überschlagender Stimme in was sehr Radikales, das ist doch Ihre Paradedisziplin. Ja, solche Leute mag ich gern. Also weil, wie wir gesagt haben, Leute, die man nicht gleich merkt, wo es hingeht. Also, ja. Und ich habe versucht zu sagen, die gefährlichsten sind oft die sympathischen Menschen. Ja. Weil unsympathisch ist einfach. Unsympathisch, hey, nur da weiß ich, unsympathisch brauche ich gar nicht hingehen. Interessiert mich nicht. Aber sympathische Menschen, die dann etwas sagen, wo du sagst, aha, ne, das gefällt mir. Wie zum Beispiel, ich habe das als Beispiel genommen, ein Mensch, der wirklich äußerst sympathisch ist, unter anderem natürlich auch ein Biertrinker, und der sitzt da und sagt, schau mal, wie schön unsere Welt ist. Ist das nicht ein schönes Wetter? Schau her, die Wolken und da die Kühe da und die schönen Matten. Bayern ist schon auch schön, gell? Aber er sagt, da kann man sagen, was man mag, ein Neger passt da nicht herein. Und das ist, wenn einer, wenn der sympathisch ist und das sagt natürlich was anderes, wie wenn er sagt, Neger wollen wir überhaupt nicht. Großer Unterschied. Die Leute denken ja, dass der Gewichtheber von Steak alleine stark wird. Also immer nur, das Training stand nicht im Vordergrund. Der muss 5 Steaks fressen und dann ist er schon stark. Ja, du hast doch 8000 Kilo, 8000 Kilokalorien am Tag zu dir nehmen müssen. Kilokalorien. Ich meine, für Palfrader normal, aber für viele Menschen. 8000 Kilokalorien. Wie viele Kalorien hat ein normales Wiener Schnitzel? Nur um hier keine Ahnung. Das zähle ich doch nicht. Du hast ja, du hast teilweise so als Jause 30. Jetzt komme ich wieder zum Essen. Vom Essen wird man nicht stärker. Ich weiß, ey. Chef, musst du auch mein Gott, beschäftigt ich die beiden essen. Immer. Essen. Essen ja. Immer, weil sie nicht permanent, nein, weil sie permanent irgendwelche Kuren machen. Und ja, genau, sie dürfen nicht. Du musst da nur über einen Zeitraum von ein paar Monaten immer wieder Willkommen in Österreich anschauen. Dann siehst du, jetzt hat er zugenommen. Ah, der ist jetzt dünner. Jetzt war beim Friseur. Deswegen haben sie drei Blade eingeladen. Du hast recht. Ja. Stimmt. Also wirklich. Na, Moment, entschuldige, Moment, aber das geht mir jetzt hier ordentlich gegen den Strich. Ja, aber ihr habt beide zugenommen. Nein, ich habe nicht. Du hast zugenommen. Er hat zugenommen. Nein, nein. Was heißt, ich habe zugenommen? Sehr unvorteilhaft. Das Einzige, was du abgenommen hast, ist deine Frisur, Christoph, bitte. Frage an dich, lieber Prost, lieber Lahong. Wie, hörst du mir bitte zu? Wie muss denn ein Mann gekleidet sein, dass du sagst, er ist gut gekleidet? Für mich ist persönlich, wenn ein Mann gut gekleidet ist, wenn ich ihn sexy finde. Wenn du ihn sexy findest? Ja. Aber wann findest du uns gut gekleidet? Eigentlich nicht schlecht. Ich habe euch schon die ganze Zeit beobachtet. Ja? Okay. Gut, dann machen wir nicht alles falsch. Okay. Gibt's da Musik? Es gibt Musik dazu. Gibt es auch männliche Leser oder sind das alles Frauen? Herr Grissemann, gute Frage. Gute Frage. Männliche Leser habe ich nicht und ich würde mich auch fürchten, wenn ein Mann meine Bücher lesen würde, dann würde ich den Bürgersteig wechseln. Ja. Ich habe einmal eine Lesung in einem Männerknast gemacht, also ich hoffe, die kommen so schnell nicht wieder raus. Wirklich? War das Teil der Strafe? Für die? Ja, das wird schon war. Also letztlich dann auch für mich. Ja. Stefan, können wir noch ein Bier haben für die Frau? Ja, danke. Das ist ja total peinlich. Ja, aber das interessiert mich. Können wir da die Insassen dort, die hatten nicht mein Komikzentrum. Ich geriet dann auch leicht in Panik und kriegte eine Hitzewallung nach der anderen. Und weil das in der Gefängniskapelle war, fing ich dann irgendwann an zu singen. Weil das ist das Zweite, was ich kann, sonst kann ich nichts. Und dann fingen die an zu weinen. Und das wurde mir... Nein. Ja, es war Weihnachten. Und dann habe ich weil das gesagt, so schön war oder weil sie es schrecklich fanden? Einer sagte, ich erinnere ihn an seine Mutter. Die er umgebracht hat. Wahrscheinlich. Dann habe ich nur noch... Das könnte ich auch verstehen, ja.
Also diese Lesung endete damit, dass ich dann gesagt habe, ihr Lieben, wisst ihr was, kommt gut nach Hause. Ja, vorsichtig. Da ist der Supermarkt. Genau, hier ist der Supermarkt. Ja, das ist eigentlich relativ bescheiden. Früher standen da die ganze Zeit die Nonnen. Der Papst selbst ist mit dem Einkaufswagen dort nicht zu sehen. Das macht er nicht. Der geht aber jeden Morgen, und der hat ja wirklich ernst gemacht, der ist nicht in den apostolischen Palast eingezogen. Also sie haben ihm den gezeigt. Sie haben gesagt, Heiligkeit, hier ihre Küchen, hier ihre Studios, hier können Sie bitte einziehen. Und hat gesagt, mache ich nicht. Ich will zurück ins Hotel, in das Hotel der, das ist hier. Ja, Moment, ja, hier Casa de Santa Marta, hier wohnt der Papst. Und der hat also unten gibt es, sie haben gesagt, Heiligkeit, sie haben 4 Köche, sie haben die Butler, sie haben ihre große Wohnung. Der hat gesagt, nein, ich ziehe da nicht ein. Ich habe gesagt, Heiligkeit, wo wollen Sie denn essen? Dann hat er gesagt, wo alle essen? In der Mensa, die liegt nämlich da unten. Da essen alle Vatikan angestellt und da geht er tatsächlich mit seinem Tablett, steht er in der Reihe, da stellt sich dann die Nudeln da drauf, das Glas Wasser. Und dann tut er etwas, was alle immer fürchten. Er guckt sich nämlich um, wo ein Platz frei ist. Und dann geht er immer hin und fragt ganz höflich, darf ich mich hier hinsetzen? Dann sagen die Vatikan-Mitarbeiter natürlich, nee, Papst, hier Heiligkeit, Sie sind der Papst, also klar. Und dann setzt hier ist schon meine Lieblingsnonne besetzt. Dann setzt er sich hin und dann stellt er immer eine Frage, die Mitarbeiter alle hassen natürlich, weil er guckt sich dann immer in der Runde um und sagt, sagen Sie mal, fragt er seine Leute dann, was machen Sie eigentlich den ganzen Tag im Vatikan? Und dann müssen die immer irgendeine Antwort geben. Alles klar? Mhm. Gut, in die gleiche Kerbe wie der Papst schlägt Bruder René, unser neuester YouTube-Freund aus Tirol. Gleich Grüße von hier nach Telfs. Grüße! Yo, Bro! Liebes Willkommen Österreich-Publikum, dieses Jahr war für mich ein spannendes, weil ich auch in das Leben von Willkommen Österreich getreten bin. Wie ich zusammen mit Gleichaltrigen in Pornoheften geblättert habe, wir haben das geheim getan. Wohl auch, weil wir gespürt haben, da stimmt was nicht mit Porno. Unzucht heißt übersetzt Porno. Machen Sie bitte mit bei unserer Aktion. Gemeinsam mit Bruder René haben wir die gestartet. Klares Nein zu Porno. Und mich hat es gefreut, dass dadurch das Medieninteresse an mir zugenommen hat und auch, dass ich zum Beispiel 300 bis 400 Abonnenten innerhalb eines guten Monats dazu bekommen habe. Baden! Hopp! I'm a motherfucker gentleman. Und dass die Klicks bei meinen Videos auf die über 1000 und 1500 Marke gestiegen sind. Er ist mein Heliumballon, der mich in die Höhe hebt. Wenn Jesus ein Heliumballon wäre, dann würde er ja so klingen. Derjenige von euch, der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. So zu Hause am Küchentisch sitzen mit Karotten zwischen den Zehen ist einfach am gemütlichsten. Ich werde nicht müde, es zu sagen, Herr Stiermann. Mhm. Du, weißt du, was mein Höhepunkt war in der abgelaufenen WÖ-Saison? Wie du gegen den Boxer Markus Nader gekämpft hast. Es war ein toller Fight. Du bist ja Boxer. Ich bin Boxer, ja. Ja. Was ist eigentlich die Abkürzung für Knockout? Okay. Der Mann! Glitsche! Ja. Stopp! Auseinander! Glitsche! Auseinander, ja, ja! Du musst eingreifen! Ja. Mein neuer Lieblingsskispringer ist ja Marcel Kot. Der war es wirklich so. Ja, ich weiß. Gut. Jetzt sag's noch einmal. Geschissen. Ein geschissener Name. Nein, aber die Skispringer haben die grotesksten Namen. Ne? Tom Hilde.
Auch sehr guter Name. Tom Hilde. Tom Hilde, ja? Marcel Kott. Kott. Man sagt immer Kott. Ne? Kott, ja. In den, bei den, um ihn zu schützen. Ja, um ihn zu schützen. Ja. Ne? Du warst nie in der Schule, oder? Nee. Herrlich. Ja. Wer hat dich dann unterrichtet? Irgendwie dein Gar nicht wirklich. Das, offiziell hieß es, mein Vater macht Unterricht und so. Das war alles Bullshit. Es war nur wirklich. Wir waren noch nie einen Tag in der Schule. Aber du kannst schreiben und rechnen? Nein, gar nicht. Immer noch nichts. Du weißt gar nicht, was da drauf ist. Ja, ehrlich. Aber ich hab's geschafft, wie mir. Ja, ja. Und das Schönste war bei der Verabschiedung von Eugen Freund, ja, wo man zum ersten Mal Nadja Bernhardt auch nah am Wasser gebaut erlebt hat. Ja. Da sind dir ja wirklich die Tränen runtergeflossen. Aber wir haben den Ausschnitt hier. Und ja, ich habe das Gefühl, dass der liebe darf Eugen damals auch schon ein bisschen verwirrt war, weil es wirkte so, als würde er sich denken, es war dein Abschied. Aber schauen wir uns das an. Das war die letzte Zeit im Bild in diesem Jahr und die letzte mit Eugen Freund, einem großartigen Kollegen, einem der wichtigsten und bekanntesten Reporter des ORF und einem Experten nicht nur für Amerika. Und in den letzten Jahren ein allabendlicher Gast in den Wohnzimmern Österreichs als Moderator der Zeit im Bild. Entschuldigung. Das war eine tolle Zeit. Mein ganz besonderer Dank gilt natürlich Nadja neben mir. Und dann gibt es leider noch eingewickelt in Papier. Und ihr und natürlich ihrem Kollegen Rainer Hasiwar wünsche ich das Allerbeste und natürlich auch Ihnen, meine Damen und Herren. Und wir tauschen jetzt einen kleinen Blumenstrauß gegen einen großen Blumenstrauß. Danke. Wunderbarer Moment, ja, oder? Holger, du warst wirklich sehr gerührt, oder? Er ist extra an die Tankstelle noch gefahren für mich. Ja? Die Tankstelle? Er ist ja ein bezaubernder Mann. Ja, ja. Das muss man wirklich sagen. Das war ein guter Freund. Ja, absolut. Ja. Glaub ich sofort. Wirklich, wir haben ja das geprobt, weil das war natürlich ein... Das habt ihr geprobt? Nein, wir haben es den ganzen Nachmittag schon geprobt, weil Kameraeinstellung so. Und ich habe die ganze Zeit schon weinen müssen, weil irgendwie, ich weiß nicht, es war so ein Beerdigungsfeeling. Keine Ahnung, ist es. Ich fall irgendwie in mich zusammen, weil es ein so schöner Besuch von der lieben Nadja war. Und der ist jetzt aufgrund des Zeitdrucks fast... Nein, warum? Danke, Nadja. Bitte bleib doch hier. Ist das ein geiles Gefühl, dass du in Deutschland ja wirklich ein Megastar bist und durch Stuttgart gehen kannst, ohne dass es jemand bemerkt? Das ist ein richtig gutes Gefühl. Ist auch echt ein lustiges Spiel. Da kann man Leute gut verarschen. Ich denke mir, dass es viele Crow-Faker gibt, Nachahmer, die versuchen, in deinem Erfolg mitzuschwimmen. Wenn man sich die Panda-Maske aufsetzt, sagt man, ich bin Crow. Man kann ja nicht das Gegenteil beweisen. Stimmt, ja. Darf ich mal für Groupies, ja, die nicht wissen, ob sie mit dir mitgegangen sind. Oder mit dir. Oder mit ihm. Gibt es irgendwas an deinem Körper, woran man es erkennen kann? Irgendein Muttermal? Wenn ich das jetzt verraten würde, dann könnte man es ja auch nachmachen. Und dann wäre es ja nicht wieder eindeutig. Stimmt. Ich habe aber ein Tattoo. Also das wäre so das erste. Peng? Merk mal. Das steht Gandapeng. Und wenn man das rumdreht, dann heißt es nämlich Panda Gang. Ah. Oh, unglaublich süß, die Panda-Maske. Mein Kollege Grissmann sieht da eher aus wie ein Walross zurzeit. Und das zeigt aber, dass er wahnsinnig tierlieb ist. Deswegen bitte ich auch den Kübel am Ende der Sendung über den Kopf schütten, gell? Nein, das wirst du machen. Aha, okay. Gut, meine Damen und Herren, wir sind sehr tierlieb. Das haben Sie ja bemerkt. Eine der vielleicht berührendsten Tiergeschichten des vergangenen Jahres. Da geht es um meinen Namensvetter, ein gefiederter Freund von mir, ein Kater. Der Kater heißt auch Stermann, der ist entlaufen und Hermes hat ihn für uns besucht. Herr Stermann wird gesucht. Das hat uns natürlich neugierig gemacht und wir haben diese Familie aufgestöbert. Ja. Wie kaputt muss man sein, seine Katze Herr Stermann zu nennen? Und Herr Stermann, das war ja so eine Verlustanzeige, aber Herr Stermann ist wieder gefunden worden. Und wir haben, sondern Hermes, hat die Familie besucht und wir haben erstaunliche Ähnlichkeiten zwischen der Katze und dem Moderator Stermann festgestellt. Essen und Schlafen ist neben Kacken Stermanns Tagesgeschäft. Irgendetwas scheint ihm aber an seinem Katzenklo zu missfallen. Darum benutzt Stermann für seine Notdurft den Garten des Nachbarn. Das ist sein Paradies und dort kackt alles vorher. Stermann geht nicht aufs Klo, Stermann geht gern outdoor. Genau. Ja, also der stille Ort von Stermann? So ist es, ja. Also diese Urwelt ist in Stermann sein Scheißhaus sozusagen.
Wie kam es denn jetzt eigentlich zu diesem Namen Stermann? Warum nennt man seine Katze Stermann? Gute Frage. Wir waren auf der Suche nach einem Katzennamen. Und ja, Muschi. Nein. Und somit sind ein paar Namen irgendwie durchgegangen. Auch Namen, die gar nicht gingen. Grissemann zum Beispiel? Grissemann war gar nicht gegangen. Nein. Also da waren gleich alle dagegen, auch die Katzen selbst. Bei Stermann waren dann irgendwie, die war die ganze Familie zufrieden. Ich finde eigentlich, der spannendste Teil der Sendung sind die Gespräche, Stermann. Aha. Die Gespräche. Ja. Die sind sehr lehrreich. Da kann man viel lernen, zum Beispiel über Marko Arnautović. Marko Arnautović übrigens hat ja für die Selbsterkenntnis des Jahres gesorgt. Ich habe halt immer das gemacht, was in meinem Kopf war und das war natürlich der Fehler. Sehr sympathischer Besuch war von Mehmet Scholl. Kannst du dich noch erinnern? Der sympathische deutsche Ex-Fußballer, der sich auch über Marko Arnautović geäußert hat. Sehr interessant. Schade, dass du nicht Marko Arnautović auch trainiert hast. Dann wärst du umgefallen tot. Den hätte ich übrigens gerne mal trainiert. Wirklich? Ja, das ist ein genialer Talent. Spieler, ja. Aber irgendwie... Aber warum klappt es nicht bei Arnautović? So richtig? Naja, also, wie haben wir das früher gesagt? Er hat halt einen Achterarsch in einer Viererhose. Das heißt, also, da gibt es an der Fitness so viel zu tun und dann kommt erst seine Qualität. Also, ach so, er ist zu dick oder was? Ich würde nicht sagen dick, aber ein Athlet sieht anders aus. Ne? Echt? Das sind Sätze, die die Boulevardpresse in Österreich morgen zitieren wird. Ja. Mehmet Scholl sagt, Arnautović ist zu fett. Muss man intelligent sein als Fußballer? Oder kann Arnautović es schaffen? Also, wie gesagt, ich kennst ihn nicht. Erzähl doch mal von deinem letzten Auftritt bei Dradi Wabal. Wie das gelaufen ist, du dann irgendwann aufgehört hast. Wieso, was war da? Ich kenne die Geschichte, erzähl doch mal. Wirklich, oder? Ja. Also wir spielen in Salzburg. Und ich muss dort liegen, als Ginny verkleidet mit blonden Zöpfen. Und der Stefan Weber soll rauskommen und die Ginny vergewaltigt den Stefan Weber. Und ich liege dort. Sympathische Geschichte. War die Geschichte. Auf jeden Fall liege ich dort, auf einmal spüre ich einen stechenden Schmerz auf meiner Vagina. Woher weißt du das denn? Ja, ich weiß sowas. Er hat es nachgelesen. Also. Oder hat es gehört. Und auf einmal schaue ich an, wie raucht es aus. Es raucht aus der Vagina. Na ja, da hat mir jemand eine brennende Zigarette raufgeworfen. Ich habe gedacht, na, das gebe ich mir nicht. Bin aufgestanden und bin rausgegangen. Und der Weber ist gekommen und hat gesucht, wer ihn vergewaltigen soll, aber es war niemand. Ich habe mir heute extra was ganz Besonderes ausgedacht, weil das ist nämlich schon ein Zauberkleid. Guck mal. Ein Saufkleid? Ein Zauberkleid. Ein Zauberkleid. Da gehen die Schuhe weg. Und so. Oh, toll, gell? Das ist so ein komisches Material, oder? So ein tolles. Ja, ja. Ich weiß von dir, dass du privat Rammstein hörst, zum Beispiel. Ja. Das heißt, dass du sehr interessiert bist an anderen Musikrichtungen. Und kann es sein, dass deine Depressionen, die du ja auch hattest, eventuell daher rühren, dass du etwas machst, wozu du eigentlich gar nicht gehörst? Das heißt, du musst eben diese heile Welt, die du gerade erwähnt hast, ständig performen und darstellen und hasst sie eigentlich innerlich und wärst vielleicht am liebsten so eine Schweinerockerin. Das kann ich ja auch privat sein, wenn ich das möchte. Na, aber warum nicht beruflich? Es ist völlig egal, in welcher Sprache du singst und was für Musik. Es dreht sich immer alles um Liebe. Ja, bei Rammstein nicht unbedingt. Naja, doch, aber dann vielleicht nicht um die saubere Liebe. Bück dich ist ja auch eine Art von Liebe. Da hast du recht. Die saubere Schlagerliebe, ja? Ist Jürgen Drews als 105-Jähriger auch noch vorstellbar? Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, ob ich das mitmache. Also, ich meine, ich habe ja immer gesagt, entweder Ramona, ja, mit dir zusammen und dann einen Griffel abgeben, wie man so schön salopp sagt, oder in gerader Haltung von der Bühne. Ah, Herzinfarkt auf der Bühne wäre für die Leute nicht schön, aber für mich wäre es auch toll. Ja, vielleicht auch für die Leute schön. Aber ist das nicht so? Genau, die will mir noch Applaus geben. Aber sind die nicht so besoffen, wenn die das merken überhaupt, dass du tot bist? Das war der König von Mallorca. Wahnsinnig schön gesungen hast du. Das ist mir überhaupt aufgefallen im vergangenen Jahr, dass du wahnsinnig schön singen kannst. Ach, halt's Maul. Mama, 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 Lou. Mama, 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 Lou. Sonntag, so ein Sonnentag, bringt mich wieder richtig in Schwung. Roxanne, you gotta blow on the red light. Lieber ein Gläschen Wein für den Moderator. Ja, Stermann, auch dir muss ich ein Kompliment machen. Du hast große Fortschritte im Schlagzeugspielen gemacht.
Schauen Sie sich das an. Unglaublich, oder? Ja, immer wenn die Musik kommt, dann heißt es, Willkommen Österreich ist praktisch aus. Ist es schon soweit? Du meinst, ob du jetzt endlich die Ice Bucket Challenge annehmen kannst? Sehr gern, mein Lieber. Sie erinnern sich, wir sind ja von Stefan Petzner von Streichholzkopf Petzner nominiert worden. Und um auf die verheerenden Effekte der UV-Strahlen aufmerksam zu machen, wollen wir statt der Ice Bucket Challenge die Carrot Bucket Challenge ausrufen. Nächste Woche sehen wir uns wieder im TV-Studio. Wie gewohnt, unsere Gäste werden sein der Schauspieler Gregor Bloeb und der Rapper Nazar. Wir haben überhaupt hervorragende Gäste in der Herbstsaison, unter anderem Alfons Haider. Ja, aber auch Herbert Grönemeyer. Ja. Freue ich mich sehr. So, Stermann, es ist soweit. Carrot Bucket Challenge. Wer die kürzere Kartoffel zieht, muss sich den Kübel aufsetzen. Nur oben schauen, bitte. Okay. Ha, scheiße. Ich muss es tun. Gut, dann darf ich dir rüberreichen. Haben wir Glück gehabt. Bitte. Ich freue mich richtig drauf. Ach, ich bin stolz auf ihn. Gut gemacht, Grissemann. So, jetzt noch zum Abschluss die lässigsten Musikacts von 2014. Machen Sie es gut. Bis nächste Woche. Wir sehen uns. Servus. Ich hab eins und eins zusammen gesehen, es hat dem Jakobiner bloßgelegt. Wo ich war, weht jetzt ein kalter Wind und niemand wird merken, dass ich verschwunden bin. Sag mal in echt, wehrt dir das Recht, dass ihr bleibt für immer, wär doch nicht schlecht. Schon mal gemacht, schon mal daran gedacht. Würde es dich freuen, könnte das mit uns zwei. Schnapp sie, und wenn du bremst und denkst, es geht nicht, weiter auf dem Weg, den du gerade wählst, schick ich dir Wind und schau, er trägt dich, solang dir dein Atem fehlt. Das Beste ist noch nicht vorbei, das Beste ist noch nicht vorbei. Nimm meine Hand und wir rennen zusammen bei 1, 2, 3. Und ich singe diese Lieder, ganz mit Tränen in den Augen. Für einen Augenblick, dann sind wir so verliebt. Wir beide ziehen durch die Straßen von Paris. Wir tanzen bis der Tag anbricht. Wenn du lachst, dann küss ich dich. Wenn wir eine Stadt, wüsste ich, wie sie hieß.